So, hallöchen, ihr da draußen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Und ich habe hier wieder ein richtig schönes Game zum Anschauen. Hätte ich echt nicht gedacht, auf diesen Ausgang werdet ihr dann gleich selber sehen. Ich grüße nochmal ganz schnell. Ja, IMMCT und Gotteskrieger natürlich, Lefabius, die Forlock 1 und die ganzen anderen hier im Chat, alles klar, 179, Engel in der Hose natürlich auch, also Wahnsinn. Alle wieder bei Twitch mit dabei, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich hier so toll unterstützt jedes Mal. Und bitteschön, schaut selbst, ja, was hier passiert. Ja, irgendwie war ich ein bisschen überrascht am Anfang des Games. Ja, na klar, lassen wir wieder ein bisschen Elixier volllaufen. Hab natürlich ein bisschen gewartet, ist ein bisschen blöd, weil ich da habe. Verschenke ich natürlich Elixier, ja? Was macht denn der Odi hier? Wartet auch noch, ja? Naja, ein bisschen Schaden hat er gekriegt. War nicht so jetzt besonders der Push, ja? Aber, wir werden es jetzt gleich sehen. Dass dieser jene welche natürlich auch sehr, sehr gut durchkommt bei mir. Hört sich auch noch hier Koala, ja, von, oder der Name, was er sagt, USA 1738 von den Koalas. Hatte mich ganz schön eingeheizt. Ja. So. Mini-PK fast am Ende, habe ich gewusst, wollte noch ein bisschen Schaden mit der Valkyrie eigentlich machen. Die hat er aber dann schön abgewehrt mit den Kobolden und dann, die Lakai noch mit drauf. Kaum Chance, irgendwelche Punkte oder Treffer hier zu landen. Ja, hatte ich auch nicht viel offen gerade im Moment dagegen zu halten. Und diese zwei kleinen Lakaien, die ihr hier seht, mit dem bisschen Leben hauchen dann auch noch hier meinem Turm fast jedes Lebenszeichen aus. Habe ich natürlich ganz schön Federn gelassen, ja. Prinz kommt auch nicht durch, sieht echt schlecht aus für mich. Und dann noch hier glatt das Gift an die falsche Stelle gepackt. Ja, der Odi hat es wieder mal voll gerissen, ja. Der erste Turm fällt vom Odi, was kann da noch kommen, ja. Nicht wirklich die großartige Chance gehabt, dachte ich mir. So. Ich will natürlich nichts voraus nennen hier, aber das ist echt harte Angriffe und da muss man erstmal wirklich gegenhalten können. Okay. Zum Glück sind die Lakaien auf meine Valkyrie gegangen. Und ich kann dann sozusagen einen kleinen Gegenpush machen. Ja, besonders auf die linke Seite. Da habe ich es drauf abgesehen, weil da ja schon Punkte fehlen. Ja, schnell durchgehen. Der Bomber hat auch seinen Rest gemacht. Rechte Seite Damage, linke Seite Damage. Das wollte ich eigentlich, ja. Linke Seite Damage machen. Ich wusste ja gar nicht, dass die rechte Seite so krass drauf ist und so viel runterschlägt an dieser Stelle. Meine Güte. Ja. Und oben der Haupthaum. Ja, fast tot. Gar nicht mitgekriegt da oben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Ja, fängt er langsam an zu flennen. Er sieht seine Fälle davon schwimmen. Ja. Versucht dann noch mit dem Schweinereiter schnell noch was zu reißen. Naja. Noch einen kleinen Blitz. Der Prinz macht noch den Restschaden. Ja, in den letzten 8 Sekunden rennt der Riese nach oben. Ja, versucht dann nochmal einen Schlag. 1, 2, 3 und... Krass. Ja. Auch weil er unten gerade noch gepostet hat, hat der Odyssee noch die 3 Kronen verdient und die Zusatzextra Trophäen hin. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es natürlich euch gefallen hat, dann lasst ein Follow da und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.